Moin, da bin ich wieder. Wir haben jetzt 5.20 Uhr. Um so früh in die Gänge zu kommen, koche ich mir erstmal einen Kaffee und frühstücke und danach schaue ich mir dann das Wetter für den Tag an. Wetter sieht soweit gut aus. Also das passt vom Wind her. Und zwar sollte eigentlich jetzt dann am Sonnabend ein Starkwindfeld kommen auf der Ostsee, also mit Windstärke 7, 8 und so wie das jetzt ausschaut, kommt das wohl doch nicht. Also wir haben hier Windstärke 16 Knoten, das passt, besser kann es ja fast nicht sein. Und das Wetter bleibt doch so bis Sonnabend. Also das sollte eigentlich passen, um rüber nach Schweden erstmal zu segeln in Richtung hier oben irgendwo, Richtung Hanelbucht. Und dann vor Ort werde ich überlegen, wo wir da hin machen. Also jetzt geht's erstmal los. Dann werde ich mal noch in Sailgrip hier eine Route erstellen. Route 1, Start an der aktuellen GPS-Position, mache ich mal nein. Weil hier durchs Fahrwasser, das brauchen wir nun nicht. Legen wir hier einen Wegpunkt hin, vor Rügen. Und einen hier oben bei Hanö. Wegpunkt hinzufügen, dann haben wir schon mal die Route. So. Dann können wir jetzt mal die Grip-Daten anfordern. Dann nehme ich das GFS 050 als Datenmodell und 10 Tage holen wir, also Start. Grip-Datei wird heruntergeladen. So, da haben wir sie. Dann können wir jetzt ja mal ein Wetterrouting machen. Wetterrouting berechnen. An aktueller Position starten. Startdatum ist heute. Genau. Startzeit. Nehmen wir mal 12 Uhr. Okay. Und Route berechnen. So, ja, sieht auch nicht anders aus als bei Windfinder. Sagen tut er mit der Polare hier vom Boot hinterlegt 18 Stunden für die 110 Meilen. Das erscheint mir doch ein bisschen positiv gerechnet. Aber so von der Route her, genauso wie ich es auch sonst gemacht hätte, also hier erstmal Rügen hoch. Und dann an den Windparks da vorbei, dann müssen wir nachts durch das Verkehrstrennungsgebiet. Da können wir natürlich nicht auf direkten Kurs durch, da müssen wir dann 90 Grad kreuzen und dann morgen im Laufe des Tages weiter hoch nach Hanö. So, jetzt habe ich schon mal an die Tankstelle verholt, quasi in die Pool Position. Um 8 kann ich dann hier tanken und danach werde ich dann losmachen. Getankt habe ich das letzte Mal voriges Jahr im September und das Problem ist ja immer bei so einem Segelboot, dass man nicht so viel Diesel verbraucht und ich tanke mal diesen GTL Diesel, der wohl keine Bioanteile enthält, weil das Problem ist ja beim Segelboot, dadurch, dass man sehr wenig Diesel verbraucht, besteht die Gefahr, dass dieser aufblüht im Tank und bei diesem Dieseltyp soll das so sein, dass man dann auch nichts zusetzen muss, um das zu verhindern. Fertig getankt. Jetzt verlassen die Ostwind und ich die Marina Kröslin. Westwind, das passt soweit sehr gut. Windstärke 4 und ich kann jetzt gleich im Fahrwasser hier noch die Maschine ausmachen. Geil, schöner Segelwind, schönes Wetter, 18 Grad Sonnenschein und ich freue mich jetzt drauf, dass es raus auf die freie Ostsee geht. Ich war ja jetzt
Anfang der Saison, also jetzt haben wir Ende Mai und im April bin ich also im Bereich Greifswalder Bodden Rügen gesegelt und unter anderem auch zweimal um Usedom durchs Achterwasser und dann den Peenestrom, und da war das Wetter zum Teil durchaus durchwachsen. Also eine Fahrt zurück war komplett im Nebel und da ist dann doch so ein Wetter wie heute viel lieber. Und wenn man dann nicht noch im Nebel das nächste Tonnenpaar suchen muss, also besser geht's ja kaum. Von hinten kommt die Mönchgut, die fährt zu den Kreidefelsen und wir haben jetzt auch schon die Spitze von Rügen erreicht. Geht gut voran. 6,5 Knoten sind jetzt schon in der Nähe von Capacona. Und jetzt gibt es erstmal Fisch, nämlich selbstgefangenen Fisch. Zwar nicht selbst gefangen, aber von einem befreundeten Angler. Und der muss weg, weil der hält sich nicht ewig. Wir haben es jetzt 14 Uhr, die Kreidefelsen habe ich erreicht. Vor uns liegt der Königsstuhl und wir werden jetzt den Kurs ändern, raus auf die Ostsee, erstmal Richtung Bornholm und dann sehen wir weiter. Ja, mitten auf der Ostsee. Da drüben ist der Windpark Wikinger und wir sind gut voranbekommen. Also 50 Meilen haben wir jetzt schon. Es ist jetzt 18 Uhr und Wind, ja, wir haben Südwest, Windstärke 4 und wir kommen so im Schnitt mit 6,5 Knoten voran. Also mal schauen, ob es die Nacht auch so bleibt. Das wäre nicht schlecht. Der Wind hat aufgebrieselt. Wir haben jetzt Windstärke 5 mit im Durchschnitt 17 Knoten, aber Halbwindkurs und wir kommen super voran, Durchschnitt 8 Knoten fast. Und da wir deutlich schneller sind als erwartet, habe ich mir jetzt überlegt, werde ich dann wohl an der schwedischen Küste nochmal einen Anker rausschmeißen und dann nochmal 4-5 Stunden schlafen, bevor es dann morgen weitergeht. Weil wenn wir jetzt morgen früh da im Dunkeln ankommen, da habe ich auch nichts davon. Da schlafe ich lieber noch ein bisschen. Uhr 30. Wir haben jetzt doch eine 20 Knoten und fahren jetzt durchs Verkehrstrennungsgebiet. Hier ist jede Menge Schiffsverkehr unterwegs, also man muss hier höllisch aufpassen. Aber ich kann schon den Leuchtturm auf der schwedischen Seite sehen und ich denke, in gut 2,5 Stunden dann bin ich so weit dran, dass ich dann den Anker schmeißen kann und dann schlafe ich erst mal ein paar Stunden. Die letzten 2 Stunden bis zum Ankerplatz vergehen schnell. Ich begegne diverser Großschifffahrt, vom Containerschiff bis zum Kreuzfahrtschiff ist alles dabei. Nach 86 Seemeilen geht dann ein schöner Segeltag zu Ende, der Anker fällt und ich falle danach müde in meine Koje. Ja, moin, ist jetzt um 6. Geschlafen habe ich gut hier vor Anker. Ein bisschen alte, umlaufende See war, die hat ein bisschen Schwell gemacht, aber hat mich nicht gestört. Und jetzt werde ich erstmal den schwedischen Landesgeier hier an die Saling bringen.
Geankert hatte ich bei 5 Meter Wassertiefe und ich hatte ca. 40 Meter Kette draußen, sodass ich die Nacht auch aufgrund der Anker-App, die ich noch zusätzlich benutze, ruhig schlafen konnte. Der Anker ist oben und jetzt machen wir mal ablegen und da segeln. Ja, raus die Genua sollte ja schon reichen. Oh, geiles Wetter und diese klare Luft hier, man sieht doch, das Ostseewasser ist hier doch deutlich sauberer als im Greifswalder Bodden und jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee machen. Fahrt machen wir 5 Knoten und Wind haben wir West mit 4 und das passt ja sehr gut in die Haniebucht rein und mal schauen, ob wir heute bis Hanie kommen, da war ich noch nicht und die Insel wollte ich mir schon länger mal anschauen, also bis später. Weiter geht es an der bildschönen schwedischen Küste entlang. Die Ostwind und ich segeln bei fast keiner Welle und ablandigen Wind von einem malerischen Dorf zum nächsten. 8 Uhr ist es, Sonne scheint und wir segeln jetzt gerade an Simrishamn vorbei. Da war ich schon mal im letzten Jahr. Das ist auch ein sehr schönes kleines Städtchen, aber heute wollen wir ja noch ein ganzes Stück weiter. Also schauen wir mal, wie es weiterläuft. Zwischenzeitlich hat der Wind aufgebriest und ich komme zügig voran. Gestern los sind wir ja hier am Greifswalder Bodden. Dann ging es hier rüber die Ostsee. Und ich habe mich dann entschlossen, dann heute Nacht hier zu ankern. Und zwar hier oben da. An diesem Leuchtturm Sandhammeren heißt er, glaube ich, genau da haben wir geankert. Und heute früh ging es dann weiter und mit dem Westwind kommen wir jetzt gut voran mit 7 Knoten. Man sieht, ich bin jetzt hier bereits ziemlich weit oben in der Hanöbucht und habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt erstmal nicht nach Hanö, das hebe ich mir bis Montag auf, sondern hier hoch nach Solvesburg. Und da durchs Fahrwasser dann und hier in die Stadt rein. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch einen Tag bleiben. Eben schaue ich so nach vorne hier und da sehe ich im Wasser, denke, was ist das denn? Ist das von dem Fischer eine Boje? Oder ist das ein alter Fender, der da schwimmt? Und lag ziemlich genau auf der Kurslinie und ich kam dann näher und dachte auch, oh, irgendeine vergammelte Boje. Und dann gucke ich genau hin, dann sehe ich, die Boje hat Barthaare. Und dann sehe ich direkt vorm Boot, so 3 Meter, guckt so eine Robbe aus dem Wasser, sieht mich und macht dann einen Salto und verschwindet natürlich sofort wieder. Vor der Einfahrt in das mir unbekannte Fahrwasser berge ich schon mal vorsichtshalber das Großsegel. Nachdem ich meine Leine und Fender soweit klar habe, lege ich an einem der vorhandenen Gästeliegeplätze an. Die Ostwind ist hier so früh in der Saison das einzige Boot. Ja, nicht die längste Praline Europas, sondern die längste Fußgängerbrücke Europas ist hinter mir hier in Solvesburg und ich stehe hier gerade und genieße die Abendsonne nach einem schönen Turn heute. Wir sind ja gestern gestartet in Kröslin durch den Greifswalder Bodden und dann hier rüber und haben dann vor Sandmaharen, da habe ich dann nachts mal 4 Stunden einen Ankerstopp zum Schlafen eingelegt.
Und jetzt werden wir uns hier noch ein bisschen die Beine vertreten und so wie das Wetter ausschaut, bleiben wir morgen wahrscheinlich auch hier. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass das Wasser hier schon so warm ist. Also das lädt ja schon richtig zum Baden ein. Donnerwetter. Und schön klar ist es. Ich vertrete mir noch etwas die Beine auf der Suche nach den Hafenmeister und der Abend klingt gemütlich aus. Moin aus Sölvesburg. Gut geschlafen. Der Starkwind ist jetzt gekommen über Nacht. Wir haben gerade 30 Knoten Wind. Das ist mir heute doch ein bisschen zu fett. Also werde ich heute Hafentag machen und denke mal, gehe in die Stadt. Da haben die Geschäfte heute geöffnet und ein Stück Kuchen und ein Cappuccino gibt es sicherlich auch. Und dann geht es morgen weiter. Zu tun ist immer was, auch am Hafentag. Letzte Nachtfahrt ging meine Stirnleuchte hier nicht und die benutze ich ganz gerne, weil man nämlich dann bei allen Arbeiten die Hände frei hat. Und naja, auseinandergebaut, wasserdichtes Modell, Wasser kommt rein, aber nicht mehr raus. So, Batterien jetzt getauscht und die Kontakte sauber gemacht und ja, jetzt scheint sie wieder zu funktionieren. Mal sehen, wie lange. Nach dem Frühstück gehe ich dann durch die verwinkelten Gassen nur wenige Meter, bis ich die historische Altstadt erreicht habe. Ein großer Teil spiegelt hier noch heute den mittelalterlichen Straßenverlauf wider. Sölvesburg ist als Zentrum der Region mit seinen vielen brandfreien Brennereien bekannt. Mich aber erfreut besonders, dass auch am heutigen Sonntag die Geschäfte geöffnet haben. Und so kann ich im Supermarkt meine Vorräte ergänzen. Ach ja, genug rumgerannt hier. Korb ist auch voll. Dann schauen wir mal, dass wir zur Kasse kommen. Ich gehe über Sölvesburgs einzigartiges Wahrzeichen. Die 760 Meter lange Brücke für Fußgänger führt in das Erholungsgebiet auf der Halbinsel Listerlandet. Hier gibt es Strand, Natur und ein Vogelschutzgebiet und ich fühle mich jetzt so richtig in Schweden angekommen. Nach einem Besuch der Pizzeria an der Ecke haue ich mich dann in die Kurie.